Die DDR, das war ja der kleine Teil von Deutschland nach dem Krieg, der durch die Berliner Mauer halt getrennt wurde. Mhm. Und man hat ja früher gesagt, im Osten, da gab es immer nicht viele Produkte. Mangelwirtschaft hieß das, dass es halt keine Produkte gab und aus diesen wenigen Produkten halt viel zu machen. How many different kind of sausages are in here? One, two, three, four different kind of sausages. It's a meat soup. Hi, my name is Stacy, originally from Amsterdam, now living in Berlin. We just arrived here in Leipzig. Leipzig is an East German city. That's why we're here, to taste the GDR food, the food that they made back in the day. Heard a lot about it, never tasted it. So come on, let's try this food. So we are here at Gaststätte Kollektiv. I'm gonna meet the chef now, Chris. He's gonna teach me how to make some authentic GDR food. Very excited. Ich habe gehört, ich muss ein typisch ostdeutsches Getränk bestellen. Ja. Ein Rotkäppchen-Sekt. Okay. Also Rotkäppchen-Sekt ist eigentlich jetzt weltweit bekannt. Den gab es halt schon zu DDR-Zeiten. Und den kannst du jetzt eigentlich fast überall auf der Welt trinken. Schmeckt mir sehr gut. Was ist das? Steak mit Wurstfleisch, also Wurstfleisch. Käse und Soße. Halt. Schmeckt das auch wie originales? Wie original, schmeckt wie original. Das ist ein Kräuterlikör, also von 7 verschiedenen Kräuter und Wurzelgemüse, also Sellerie, Möhre, Zwiebel, Wurst. Wie war das früher, wann die Mauer da war? Wie war das unterschiedlich? Welche Seite war von wem? Also die Mauer ging durch Berlin durch. Es gab halt, wurde getrennt von den Alliierten und Russland. Ja. Ja, Ostberlin hat zu Russland gehört und halt unter anderem Ostdeutschland. Das heißt Brandenburg, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und halt Ostberlin. Und die andere Seite von Deutschland, Westberlin. Und die ganzen alten Bundesländer, die haben zu Amerika gehört und zu England, zu den Alliierten. Ne? Dadurch kam der Kommunismus auch zu uns, weil halt von Russland regiert. Oder von der Sowjetunion regiert, deswegen haben wir nicht diesen Reichtum oder diesen Luxus wie in den westdeutschen Bundesländern. Aber die Leute haben auch Spaß, die haben da auch gefeiert und haben auch Party gemacht und so. Ja. Es war halt alles ein bisschen anders, alles ein bisschen eingeschränkter. Ja. Es war natürlich ein härteres Leben, aber die haben sich halt mit ihrer Situation auch arrangiert. Ja. Cool heute, cool heute. Wie kommst du an die Gerichte? Ja, das sind alles Rezepte von meiner Mutter oder von meiner Oma oder allgemein aus der Familie. Wir haben halt rumgefragt, so was sie früher gekocht haben und wie sie es gekocht haben. Dann haben wir auch halt Rezeptbücher bekommen von früher und Kochbücher von früher bekommen. Und so haben wir dann halt angefangen, die Speisekarte aufzubauen und die Gerichte zu kochen. Da haben wir hier so ein paar Sachen schon vorbereitet, okay, was wir warm halten. Ja. Das ist Gewürzfleisch. Und dann haben wir hier noch zum Beispiel Esojanka. Ist ein russisches Gericht, Königsberger Klöpse. Sauerkraut. Rotkraut. Rinderrouladen. Magst du mal probieren, die Rouladen? Ja, gerne. Das ist wie bei Mutti früher, ja. So, Uwe, was kochen wir denn jetzt? Wir kochen jetzt lecker Tomatensoße mit Nudeln und Jägerspitze. Dann machen wir jetzt eine Mehlspitze. Ein Schneebesen. Ach, Schneebesen. Da kommt dann Tomatenketchup noch rein und in der Zwischenzeit können wir die Jägerschnitzel panieren. Okay, Jägerschnitzel panieren. Jägerschnitzel, das bedeutet bei uns Jagdwurst. Und was ist in die Jagdwürste? Was ist das für Misch von Fleisch? Jagdwurst kann ich dir jetzt so gar nicht erklären, was da alles reinkommt. Aber das ist halt so wie eine Aufschnittwurst. Halt. Ganz normale Frühstücksaufschnittwurst. So. Und dann, wo geht das hin? Hier hinter ins Mehl, das müssen wir panieren. From the flour we go into the egg and then put it into the panier, so the breadcrumb. So they're getting nice and crispy over here. Already smelling good. Die Mehltopf. Da kommt jetzt der Ketchup rein. So wird früher Tomatensauce. Genau, so wurde früher zur DDR-Zeiten Tomatensauce gemacht. Da haben wir nicht so viel Ketchup gehabt. Und deswegen hat man mit einer Bechermehl die Tomatensauce noch verlängert oder bestreckt, wie man sagt, damit man aus ein bisschen Ketchup eine fünffache Menge kriegt. So. Und was ganz wichtig ist, Zucker. Zucker. Jawohl, nochmal. So. Also ein ostdeutsches Jägerschnitzel ist Nudeln mit Tomatensauce und panierte Jagdwurst gebacken. In Westdeutschland ist ein Jägerschnitzel ein paniertes Schweineschnitzel mit Champignonsauce oder mit Pilzsauce. Ja, das ist auch so ein Unterschied zwischen Ost und West, das wird auch immer so sein, glaube ich. Wunderbar, perfekt.
Mm. Tomato sauce is a little bit sweet. And then this is the Jägerschnitzel, which is actually very nice. And especially if you combine the flavors, especially with the coleslaw on top, it's a little bit of that sourness. So I tasted the food, it's very good. Now it's time to go back to Berlin, learn some more, just before I'm gonna cook it myself. Wir haben ja einen Brotschnaps. Brotschnaps? Ist von einer Brennerei aus Leipzig. Erst riechen, so wie bei Rotwein, erst riechen und dann trinken. Okay. Okay. We are here in East Berlin at an Imbiss. Imbiss means snack store. You can get pommes and all kinds of things. But we're going to get the Catwurst. It's a typical GDR snack they used to eat back in the day. They still have it here. I never had it. Get in my belly. Darf ich mal eine Catwurst haben, bitte? Eine Catwurst. Ja. So klassisch wie möglich. So ein klassischer Catwurst ist das. Eine klassische Catwurst. Naja, die war vorher auch. So, das ist eine klassische Catwurst. Ah, danke sehr. Bitte schön. It's like a sort of a hot dog, but then with the classic curry sauce. It's a GDR classic. I wanted to tell you a lot about it, but it's just a sausage in a roll with sauce. I finished the snack. Let's talk to the owner. Her name is Renate. Zu DDR-Zeiten. Ja. Durften wir ja kein Hotdog. Es war ja ein Westartikel, war tabu. Okay. Erich hat gesagt, nein, machen wir nicht. Robert Böse. Also haben wir uns was anderes einfallen lassen. Und dann kam die Kettwurst mit den Brötchen. Ja. Guck mal, das ist richtig ausgebrannt. Ja. Die Wurst da rein, eigentlich ein Hotdog. Ohne Zwiebeln, was dazu. Ja. Dass die eben halt Opfert hatten. Pieke dein Ding hier rein, dann hast du ein Problem, ein Ketchup-Problem. Die Wessis lieben nicht alle gerne, so weißt du, mundgerecht. Okay. So zerschnitten. Guck mal, früher, wir zu DDR-Zeiten haben die Currywurst, die haben wir in der Hand genommen. Die wurde nicht geschnitten. Ah, okay, so die sind etwas cleaner und netter. Genau. Und so ein bisschen vornehm. Sie sind richtig Ghetto. I'm making a Catwurst. So she said to drop it in. I'm the Catwurst specialist right now. Bitte sehr, und wir sehen uns. Viel Spaß. Ja, danke sehr. Dein Kaffee war mit Zucker, ja? I'm right here in the GDR supermarket where they have the stuff that they used to sell back in the day. We're gonna do some shopping for the cooking tonight. And I'm gonna meet the owner. Maybe she can tell us a little bit more about what they have and what they sell. Vlekke süß sauer. It looks a little bit like something that's already was eaten. So, ich muss heute Abend mal kochen für meine Freunde. Ein DDR-Gericht. Vielleicht können sie mir dabei helfen. Gerne. Wann die Mauer nach unten war gekommen, was ist passiert mit den Marken und den Produkten? Zur Wendezeit verschwanden erstmal alle Produkte aus den Regalen unserer Kaufhallen. Es wurde ersetzt durch die Produkte, die es in den alten Bundesländern gab. Und alles, was DDR-Produkte war, gab es auf einmal nicht mehr. Systematisch gab es aber dann doch die Nachfrage, Produkte wieder zu kaufen. Jetzt zum Beispiel den Komet-Pudding. Damit haben sie die wieder auf den Markt gebracht. Und sie wurden wieder ins Sortiment aufgenommen. Das dauerte aber viele, viele Jahre. Ich habe hier etwas gesehen. Das sieht noch übergeil aus und heißt Überrübe. Vorgeil, das klingt mir vorgeil an. Ich habe gehört, und ich weiß nicht, ob das richtig ist, dass da in die DDR-Zeit auch ein Schokolade war ohne Kakao. Stimmt das? Natürlich stimmt das. You taste that there's no cacao in it, but it's still good chocolate. And the peanuts, it's like a real peanut taste. So I guess I'm gonna take some home, aside from the one that we just opened in the store, of course. So let's take some blood sausage, Frühstückfleisch. This is very funny. It's mustard ketchup. I really never saw this. It's a sort of a white bread, very soft. We can dip it into the soup that we make tonight. Over here. The original Leberkäse,
We have some cream cheese salami taste. So, we have most of the stuff back to my place and cook some food for the guys. They're on their way. We came home. I'm gonna start cooking now. I need to do a lot. First of all, take the edge off. Some of the German girls, when I said Alter last time, they were like, whoa, 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 Frauen sagen keine Alter gegen. Or I called a girl Wichse and everybody got angry for some reason, I don't know. Wichse. Wichse. This table gives a whole different dimension on the term sausage party, man. The Germans love their sausage. It's the Knödel. I don't know if this is very smart, what I'm doing right now. I think it will work out or else we have flatbreads. So you're cooking all of this? We're gonna start off with a soyanka, which is a Russian influence, which is like a very hearty soup. Then as a main course, we're gonna have Kalbsleber, which is veal liver, onions and apples. And as dessert, we're gonna have Armarita, which is like French toast version. Marcus is the real East German dude. He's the judge. Let me give you an East German. This must be real East German white wine. Oh, dude! Everybody's gonna judge my food, of course, but he's real East German, so he grew up with this food. So this is the big challenge for me. If he is satisfied, I already see that the knödel that we're doing. I'm already sure that I've tried. The knödel looks like a cauliflower, but it will be great. Cheers. Are those SpongeBob potato. Where did you get this? I got it for my birthday, from a friend. Now we're gonna put some of this meat in. And we're gonna do something a little bit, maybe weird to some people. We're gonna put a little bit of the pickle juice into the food. So these are originals, Spreewalder Jungs. What I heard about this food is like what you found in your fridge and would mix good together, that they made it into this bowl of deliciousness. Which dish is this? This is the soyanka. Soyanka. And you cooked with this? Yeah. Well, soyanka was a typical thing, yeah. So here you already see the bubbling, and that's also the fat releases from the sausage. So we have Osta Cola, because they couldn't get Coca-Cola or Pepsi from the West, so they made their own cola, which is called Osta Cola, which is a little bit more fruity. It smells more like Fanta. Yeah, no, it's like a Spezi. Are you Yeah, it's like Spezi. I told the same thing. It's not bad. It's not bad, right? It doesn't taste as sweet as Coke. What is it, like cranberry? No, it's actually their version of Coca-Cola. It's a sad Coca-Cola. Maybe we don't need knödel pie. So now we're gonna put the pickles into the soyanka. I think it's time. You have to tell me if we're ready to go. It smells like really 25 years minimum. A trip back. Really. Für den ersten Versuch, guys. It's fantastic. I think it looks appetizing and it tastes good to me, and my buddy said it was good, so let's serve it to the people. Wow. Let's go for women and newlyweds first. Oh. Yeah? You can be totally honest, right? Looks good. It's skater time. Soyanka. This first step was a success, so let's hope the main will be too. We got the livers. This is what I learned from the chef in Leipzig. I have no experience with this dish. Flour is to protect it as it doesn't dry out. Now we get the apple and make sure that both the onion and the apple, as I'm told, are releasing their juices, mixing with the butter. Is that weird, saying releasing the juice? I saw that on the Food Channel. They say that kind of stuff.
It's done, deliver dish. Normally, of course, it's ladies first, but now Marcus needs to try it. Thank you very much. And it's from a calf, right? Yeah, it's veal. Well, this is an veal. This is an animal that never had sex, and it's not true. You see this little bloody little okay. Leg. That's the sauce. Okay, I'll do it. I'll put it. Stop it. Okay, I'll put it back in. Okay, good. Thank you very much. So, it was back in the pan. Now I think it's done. Let's see if what the critic thinks of it. So now it's through, right? Okay. Yeah. Yeah. It looks good. Yeah. All eyes on you, Marcus. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. More, please. Usually when I have liver, it's always in small pieces. Why do you have it in such a big piece, like a liver steak almost? That's what the recipe said. Just because the recipe said. I'm very happy right now. Guess the East German guy doesn't like East German food. You needed a Brooklynite to appreciate the East German food. Oh, the dessert, Armer Ritter. I don't know if anybody made up the story why it's called Armer Ritter or Poor Knight. But we're gonna give it to Nata now. Who's drawing on my beer? It's like French toast without all the butter and more cinnamon. Wow. I love it. Wow, a lot of cinnamon. It's good. This goes with it. This is the Brotschnaps. How do you call it where you're from? Volkselschnitte. So, the night is done. I think it was quite a success, proving that this food is not as simple as everybody may think it is. It's pretty hard to do. We're gonna have another round of the Brotschnaps that Chris gave me in Leipzig. And I think we'll go on a little bit more until the bottle's empty at least. Mister, I liked everything about the night.